Hey Sandra, was hältst du davon, anonym mehrere tausend Euro auf OnlyFans zu verdienen, ohne dass die Möglichkeit besteht, gefunden zu werden? Ich bin nicht Creatorin, sondern ich mache Pornos. Willst du im Monat so und so viel Geld verdienen und du musst nur das und das machen? Ich habe dann totale Probleme gehabt, wieder Zugriff auf mein Profil zu bekommen. Auf OnlyFans kann man wie auf anderen Social-Media-Plattformen Creatorinnen folgen, Posts liken und mit ihnen kommunizieren. Mit einem Unterschied. Für die meisten Inhalte muss man bezahlen. Bekannt ist OnlyFans aber vor allem für pornografische und sexuelle Inhalte. Ich habe Medienwissenschaftlerin Lisa Andergassen gefragt, was OnlyFans von anderen Pornoanbietern unterscheidet. Der Unterschied zu großen Seiten wie Pornhub ist, dass Content-CreatorInnen eben für ihre Inhalte selbst verantwortlich sind. Für viele Nutzer geht es eigentlich um sowas wie eine parasoziale Beziehung. OnlyFans wird oft als Plattform für freie, selbstbestimmte Sexarbeit gefeiert. Wie auch bei anderen erfolgreichen Social-Media-Plattformen haben sich auch um OnlyFans mittlerweile zahlreiche Geschäftsmodelle gebildet. Ein Teil davon sind sogenannte OnlyFans-Agenturen. Aber wer verdient wirklich daran und vor allem, wer steckt hinter diesen Agenturen? Normalerweise habe ich diese Anfragen auf Instagram immer direkt gelöscht, aber einer Agentur habe ich dann zurückgeschrieben. Es ging dann alles ganz schnell und nicht mal 24 Stunden später hatte ich bereits ein Videocall mit ihnen. Wie würden dann so die Zusammenarbeit zwischen uns ausschauen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Unsere Agentur, die hat einen Split. Also wir nehmen von dem Geld 70% und du bekommst 30%. Wir haben so eine vorgeführte Liste, die geben wir dir und du arbeitest das dann ab. Also du musst einfach nur ausführen. Du musst nicht irgendwie selber nachdenken, was du zu tun hast. Was du auch machen solltest, ist halt eben Brüste zeigen, weil sonst können wir keine Skala aufbauen. Okay. Ja, toll. Also nicht mehr nachdenken, einfach sexuelle Inhalte schicken. Ich treffe gleich Ava Ballerina. Sie ist extrem erfolgreich auf OnlyFans und ich möchte von ihr wissen, wie ihr Business funktioniert und was sie von Agenturen hält. Sein Banner und Profile Picture und halt seinen Namen. Und dann habe ich eine Bio, wo man sich halt vorstellen kann. Das sieht quasi jeder. Und dann sieht man da die Subscription Options. Und genau, dann fängt quasi der Feed an. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du dir einen OnlyFans-Account machst? Also warum OnlyFans? Also ich habe Pornografie immer schon interessant gefunden. Oder einfach auch Film und Fotografie mit Sexualität zu verbinden. Und ich fand OnlyFans als Plattform interessant, weil es halt erstens Paid Pornography ist. Du kannst alles selber entscheiden. Du entscheidest auch, wie viel deine Videos kosten, was genau du zeigen möchtest, wie viel du zeigen möchtest. OnlyFans war am Anfang nicht nur für Sexarbeit. Es ist immer noch nicht nur für Sexarbeit. Es gibt auch Kochshows auf OnlyFans. Mhm. Es gibt alles auf OnlyFans. Deswegen sage ich zum Beispiel nicht, ich bin OnlyFans-Creatorin, sondern ich sage, ich bin Pornodarstellerin. Mhm. Weil ich Pornodarstellerin bin. Ich bin nicht Creatorin, sondern ich mache Pornos. Und ganz viele Mädels, die eben auch bei Agenturen sind oder so, wenn ich die frage, ob sie auch Pornodarstellerin sind, nein, nein, sie sind OnlyFans-Creatorin. Und allein die Tatsache, dass das nicht so benannt wird, gibt dem Ganzen so ein, es ist eh okay, du bist nur auf OnlyFans, du machst nur ein bisschen Content auf OnlyFans. Und ich sage nicht, dass Pornografie schlecht ist. Ich liebe Pornografie, ich mache das richtig gern. Ich finde, dass diese Stigmatisierung von Pornografie, dass man da was dagegen tun muss. Aber es ist schon wichtig, zu wissen, was man macht und sich der Tatsache, dass man Pornos macht und sexuelle Inhalte teilt, dass man sich dessen bewusst ist. Ich hatte ja selbst auch einen Call mit einer Agentur und sie haben mir einen Mustervertrag zugeschickt. Den würde ich dir mal gern zeigen. Gibt es so Sachen, die dir sofort auffallen bei dem Vertrag? Keine Ahnung, der Vertrag ist an sich einfach super ekelhaft. Die machen alles und du schickst ihnen quasi nur deinen Content. Warst du jemals selbst bei einer Agentur? Nein. Das Problem bei Agenturen ist so ein bisschen, dass die junge Mädels targeten und die machen sich deren Unwissen zunutze. Wenn du 10 Leute hast, die 400 Instagram- und TikTok-Accounts für dich machen und dich vermarkten wie sonst was, schießt du natürlich in dem einen Monat hoch. Die versuchen einfach, möglichst viel Geld rauszupressen und dann nach ein paar Monaten funktioniert es natürlich nicht mehr und sie holen sich ein neues Mittel. Aber ja, ich finde nicht, dass das der wahre das Problem OnlyFans ist, sondern einfach das Problem Männer sind, die versuchen, Frauen auszubeuten. Hinter der Agentur, die mich angeschrieben hat, steckt auch ein Mann. Im Telefonat erklärt mir der Manager, dass das Impressum der Firma in Amerika ist, weil er in Amerika ist.
Eine Gewinnverteilung von 70-30 sei deswegen fair, da die Agentur am Anfang mehr Geld in den Aufbau des Accounts des Models steckt. Ich frage ihn auch, wie sie sicherstellen, keine Minderjährigen anzuschreiben. Tun sie nicht. Er meint aber, dass das spätestens im Call herauskommen würde. Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert und verwundert. Er hat alle meine Fragen beantwortet, ist bis zum Schluss dran geblieben. Ich glaube, weil er dachte, dass ich vielleicht doch noch in seine Agentur einsteigen werde, obwohl ich direkt am Anfang gesagt habe, dass ich Journalistin bin. Mich interessiert jetzt, wie diese Agenturen rechtlich einzuordnen sind. Dafür treffe ich mich mit dem Rechtsanwalt Dr. Johannes Ölböck. Wie sieht denn das Geschäftsmodell von solchen Agenturen aus? Sie vermarkten sich ja als Managements, die Creatorinnen betreuen, aber es geht um pornografische Inhalte. Ist das schon moderne Zuhälterei? Das Geschäftsmodell dieser Agenturen unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem anderer Agenturen, die andere Personen vertreten. Nur ist es in diesem Fall natürlich etwas Spezielles. Ob das Zuhälterei ist, das traue ich mir nicht zu sagen, weil die Zuhälterei, die bedarf eines gewissen Zwanges oder natürlich einer gewissen Abhängigkeit. Bei meiner Recherche finde ich nicht nur zahlreiche Agenturen, sondern auch YouTube-Videos, in denen vor allem junge Männer erzählen, wie man selbst eine OnlyFans-Agentur gründen kann. Ich stoße auf Patrick. Er ist 24 Jahre alt, leitet eine OnlyFans-Agentur und gibt auf YouTube nicht Agenturen, sondern OnlyFans-Creatorinnen Tipps, wie sie erfolgreicher werden können. Ich war schon seitdem ich 17,5 bin selbstständig tätig, habe angefangen mit Social-Media-Sachen und dann kam eines Tages ein Freund zu mir, der in Österreich ein sehr erfolgreicher Dropshipper ist und hat gesagt, hey, ich habe durch mein neues Produkt viele Models, die ich kenne, machen OnlyFans, die brauchen eine Agentur. Dadurch haben wir gemerkt, hey, das ist einfach eine extrem geile Möglichkeit, die leider viel zu falsch dasteht in der Öffentlichkeit. Grundsätzlich ist es so, dass wir eine beratende Funktion übernehmen. Und ganz wichtig, wir arbeiten nur mit Models zusammen, die schon OnlyFans machen. Wenn ich jetzt einer Frau schreibe, die kein OnlyFans macht, hey, willst du im Monat so und so viel Geld verdienen und du musst nur das und das machen, das ist hochgradig unseriös. Auf was müsste ich da achten, dass ich weiß, es ist eine seriöse Agentur oder ein seriöser Vertrag? Alles außerhalb von Österreich oder Deutschland meiden. Wenn du eine Firma in Zypern oder in Dubai verklagen möchtest oder in Amerika, ja viel Spaß. Deswegen immer schauen, was für ein Unternehmen, wo ist das Unternehmen, dann die Laufzeit des Vertrags. Siehst du dich jetzt als moderner Zuhälter? Nein, auf keinen Fall. Unser Ziel ist es halt einfach, dass generell dieser ganze Markt sich ein bisschen stabilisiert, dass die Frauen aufhören, sich zu billig zu verkaufen und dass halt generell ein bisschen weniger in diese Richtung Pornos geht, das Ganze. Dass es mehr in Richtung Ästhetik geht. Mir ist ja aufgefallen, ich habe mir ein paar Agenturen angeschaut, dass das sehr oft Männer sind, die diese Agenturen führen und eine sehr männerdominierte Branche, wo die meisten Creatorinnen ja Frauen sind. Mhm. Wieso ist das so? Von meinem Gefühl her würde ich sagen, liegt es einfach daran, dass einfach sehr viele junge Männer besonders an diesem Andrew Tate-Lifestyle hängen und dadurch inspiriert werden, so eine Agentur zu machen. Bist du auch so ein bisschen inspiriert worden von Andrew Tate? Ich finde es bei ihm halt beeindruckend, dass man als Mann, sage ich einmal, einfach schauen muss, dass man so seinen Weg geht, dass man der Familie was bieten kann, die Familie beschützt. Was aber jetzt alles OnlyFans-Technische angeht, davon distanziere ich mich, davon distanzieren wir uns. Es ist halt vom Gefühl her für die Frau leichter, wenn sie sich nur sich vermarktet am Anfang und nicht des anderen Creatorinnen hilft und unterstützt. Miss Jackson ist schon länger in dem Business tätig. Sie war bereits bei mehreren Agenturen, mit ihrer jetzigen ist sie sehr zufrieden, das war aber nicht immer so. Ich habe mit jemandem gearbeitet, also mit seinem Management. Es war dann letztendlich so, dass die dann nur scheiße oft mit den Leuten geschrieben gehabt haben, obwohl ich da auch nicht zugesagt habe. Es wurden dann Chats gelöscht. Wurde unfreundlich geschrieben oder es wurden Sachen verkauft, Treffen verkauft zum Beispiel oder so. Ja, du kannst mich treffen und zahlst mir 1.000 Euro. Treffen mit dir? Ja, ein Treffen. Und das ist auch gegen die Guidelines von OnlyFans. Es gab dann mit den Auszahlungen Probleme. Es waren 40 oder 50%, was die gesagt gehabt haben. Dann hat es geheißen, ja, aber das nehmen sie vom Brutto.
Ich habe dann gesagt, nein, ich möchte das belassen, bitte. Ich möchte nicht mehr mit denen arbeiten. Ich habe dann totale Probleme gehabt, wieder Zugriff auf mein Profil zu bekommen. Und es hat mir halt auch urleid dann, weil da waren halt wirklich Leute drinnen, die mich echt von Anfang an mitverfolgt haben da drinnen. Und die haben das natürlich gemerkt, wenn da jetzt auf einmal Scheiße verkauft wurde oder irgendwie irgendwas geschrieben, was ich niemals sagen würde. Jetzt habe ich das wieder und habe eben ein Team, die sagen mir, was ist gerade Trend, was nicht. Und so soll es eigentlich ablaufen. Mir ist auch aufgefallen, es gibt sicher auch Frauen, die solche Agenturen haben, aber es sind schon oft Männer, die solche OnlyFans-Agenturen haben. Ja, finde ich schon. In Sexwork wurde sich immer eingemischt von Männern, fast immer. Jetzt haben wir einen Beruf, ja, wo die Frau selbstbestimmt über ihren Körper, mit ihrem Körper arbeiten kann. Und was kommt daher? Es kommt immer ein Mann daher, der mitverdienen will. Und ich bin auch nur von Männern angeschrieben worden. Es fehlt was von Frauen für Frauen, die wirklich auch in dem Geschäft drinnen sind, die auch wirklich die negativen Sachen sagen können und die auch wirklich helfen können und die auch fair sind. Ja, aber wenn da jetzt irgendein Mann dahinter ist, der dir da nonstop einen Druck macht, der das nicht versteht, wie das ist als Frau, sich auch so freizügig zu zeigen und das musst du auch einmal können einfach. Das Ganze, das musst du liegen, das musst du mögen. Und es sind meistens Männer, die da eigentlich dahinter sind und sagen, so, sie verdienen da jetzt mit. Agenturen wie die, die mich auf Instagram angeschrieben hat, suggerieren, dass sich die Arbeit für einen OnlyFans-Account nicht wesentlich von einer typischen InfluencerInnen-Arbeit unterscheidet. Dass es hierbei um Sexarbeit geht, wird fast ein bisschen verharmlost. Und obendrauf wird einem noch das große Geld versprochen. Was würdest du jetzt jungen Frauen, die solche Nachrichten auf Instagram kriegen und sich vielleicht wirklich überlegen, soll ich das machen, sagen? Ich würde ihnen raten, die Nachrichten zu löschen. Also ich kann keinem jungen Mädel raten, mit OnlyFans anzufangen, wenn er der Gedanke, Pornos zu drehen, nicht geil macht und man das unbedingt machen möchte. Und man sollte es auf keinen Fall wegen dem Geld oder wegen irgendwelchen Geldversprechen machen, weil das einfach nicht die Wahrheit ist. Es ist ein Sex-Business. Egal, ob ich jetzt eine OnlyFans-Agentur habe oder OnlyFans mache. Ich bin extrem froh und dankbar, was ich mir alles ermöglicht habe dadurch. Aber man muss das echt mit einem Kopf machen und darf da leider nicht so leichtgläubig sein, weil es immer Leute geben wird und gibt, die da ein Mädel oder eine Frau whatever ausnutzen in dem Ganzen und damit sie mit profitieren mit ihrem Körper.